Hallo zusammen, mein Name ist Evelyn. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr bei dem kreativen Prozess für mein Layout hinter der Maske dabei sein wollt. Für das Bild verwende ich eine USB-Platte und ziehe mit LiquidX Matte Medium ein Seidenpapier auf, damit das Papier richtig plan auf der Platte auflegt und keine Luftblasen bleiben, verwende ich einen Rakel. Auf meinem Layout wollte ich jede Menge Zahnräder, Maschinenteile und Rohre haben. Dazu habe ich die neuen Molds von Finnabear mir besorgt und mit Resin ausgegossen. Alle Teile habe ich dann zuerst mit schwarzem Gesso bemalt und anhand von diesem großen Zahnrad möchte ich euch beispielhaft zeigen, wie ich sie dann später alle bemalt habe. Ich habe der Reihe nach folgende Farben, Wachse und Pasten verwendet. Als erstes die Antiquing Paints von PentArt in Patina Grün, Patina Blau und Dunkelbraun. Danach habe ich die Metallic Wachse auch von PentArt in Türkis, Anthrazit und Silber verwendet und zum Schluss noch teilweise die Rosteffektpaste von Finnabear in Braun und Rot.
das Foto für meinen Mittelpunkt besser in Szene setzen zu können, verwende ich eine MDF-Platte, die ich mit schwarzem Gesso grundiert habe. Das Bild für meinen Mittelpunkt habe ich übrigens bei Pixabay gefunden. Es ist von Stefan Keller. Vielen Dank zum Verfügungstellen deiner großartigen Werke. Ich habe zwar ein Stückchen abgeschnitten, weil mir das so besser gefällt, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich verlinke euch die Adresse zu dem Künstler in der Box unter dem Video. Nach dem Aufkleben des Bildes benutze ich hier zwei Komponenten Krakeliermedium, um ein paar Risse zu kreieren. Die betone ich dann später mit Color Wash von Tattered Angels in Weiß. Diesen Schritt, den ihr hier seht, habe ich versäumt aufzunehmen. Das ist Crackle Paint eingefärbt mit Mixed Media Liquids in Schwarz, Braun und Traube. Für die farbliche Gestaltung meines Hintergrunds verwende ich Tattered Angels Color Wash Farben. Die Farbbezeichnungen seht ihr eingeblendet im Bild.
Damit die wasserlöslichen Farben vom Hintergrund nicht mit den nächsten Schichten reagieren, müssen sie versiegelt werden. Ich habe dazu Fixativ benutzt in zwei Schichten. Als nächstes wollte ich etwas mehr Textur für den Hintergrund, um das Ganze noch interessanter zu gestalten. Dazu habe ich Modellierpaste von PentArt durch eine Schablone von Finnabär gestrichen. War es an der Zeit, meine ganzen Teile aufzukleben. Zum Kleben habe ich verwendet Heißkleber, Allzweckkleber und auch 3D-Gel für die schwereren oder stärker geformten Teile. Der hält auf jeden Fall bombenfest und dann ist man da ganz sicher. Nachdem ich die Teile erstmal auf dem Layout arrangiert habe, konnte ich dann mit dem Aufkleben anfangen. Um unterschiedliche Höhen zu generieren, habe ich kleine Holzspulen in verschiedenen Größen benutzt. Die eignen sich sehr gut, weil sie stabil sind und trotzdem unauffällig. Die meiste Klebearbeit habe ich ohne die Kamera gemacht. Das hätte den Zeitrahmen für das Video absolut gesprengt, weil es sehr, sehr viele Teile sind. Das Ganze ist bei mir immer ein etwas längerer Prozess, weil ich muss dann erstmal sehen, wie passen die Teile wohin. Ich entscheide dann erst nach und nach, ob noch etwas dazu soll oder ob es genug ist. Und deshalb habe ich die meiste Zeit ohne Kamera gearbeitet. Hallo Oskar! Mein Layout war jetzt soweit fertig, nur noch ein paar letzte Kleinigkeiten für den letzten Schliff. Ich habe Artstones und Mini Artstones mit Mixed Media Liquids in Braun, Schwarz und Blau-Grün gemischt und mit Soft Matte Gel aufgeklebt. Für obendrauf als metallischen Glanz habe ich dann noch Mikroglasperlen in Türkis und Kupfer gestreut. Ganz zum Schluss habe ich noch einmal die Rosteffektpasten in Braun und Rot verwendet, um noch ein paar rostige Highlights zu setzen. Und dann war mein Layout fertig.
das Layout ist jetzt so gut wie fertig. Ich hoffe, es gefällt euch und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch und vielleicht ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao! Well, now, thank you for your visit. Take care and stay healthy. I would really appreciate a like and a subscribe. And see you soon next time. Bye bye.